Fische. Fischers Fritz fischt frische Fische. Halt auch. Sowas nennt man auch Skills. Und jetzt ein Schnellbitte. Fischers Fritz fischt frische Fische. Und Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Schneller. Fischers Fritz fischt frische Fische. Fake. Sind wir ja halt auch, nicht? Ja, Fische. Sternzeite. Steinzeit. Die Steinzeit hat begonnen. Aktuell, was passiert, finde ich, war die Steinzeit doch recht chillig, oder? Was halt noch hängen geblieben ist. Aber was heute abgeht. Und Leute fragen mich noch, Hatti, willst du ein Kind? Halt auch, ne? Sternzeichen Fische, muss ich sagen, hat sich, glaube ich, in den Jahren zu einer meiner Favorite-Sternzeichen durchgesetzt. In der Reihe habe ich natürlich auch die Steinböcke für mich entdeckt. Meine beste Freundin Seden ist Fisch, meine Mutter ist Fisch. Und Leute, mit denen ich mich so auf Anhieb gut verstehe, sind Fische. Zum Beispiel ich sage immer, meine Hermes-Dame, wir sind heute befreundet, ist Fisch. Und unsere Verbindung war, als ich nach Berlin gezogen bin und zum ersten Mal in die Hermes-Boutique gegangen bin, um zu zeigen, Bitch, die Mutter ist halt auch back on track again. Ne? Und das war sofort, Connection war so. Sie hatte mir erzählt, Hatti, als du das erste Mal in den Laden gekommen bist und gegangen bist, meinte meine Kollegin, oh mein Gott, weißt du, wer das ist? Und sie so, nein. Sie so, das ist Hatice Schmidt. Sie so, halt auch keine Ahnung. Also auf jeden Fall, Fische, die Connection ist da. Übrigens heißt unser neuer Kater Hannibal. Hat meine Mutter ausgesucht. Und dass meine Mutter weiß, wer Hannibal ist, fand ich so witzig, dass ich gesagt habe, ja, Hannibal ist süß, ne? Ich habe von dieser Entscheidung noch nichts mitbekommen. Ach so, wusstest du Es wurde nicht? bei mir nicht beantragt. Als ob, ich bin die Namensgeberin von allen Wesen in der Familie. Ich bin der Entscheider. Also die Fische haben zwischen dem 20. Februar und dem 20. März Geburtstag. 20. März. Oh. Das ist mein Neffe. Ist das ein Widder? Die Widder können sich schon mal auf einen Roast einstellen. Halt auch. Oh. 22.3. Sternzeichen Widder. Mein Neffe hat keine Tante mehr. Erfährt er dann über dieses Video. Die Farben des Fisch-Sternzeichen sind diese hier. Und das fand ich ziemlich cool. Aber die Farbe war wirklich nicht leicht, weil es so ein Switch zwischen so ein Lavendelblau ist. Halt auch, ne? Ja, und dann dachte ich so, ich habe wirklich nichts, was so in die Richtung geht. Aber ich dachte, das trifft das eigentlich ziemlich gut. Das ist auch so ein Umbruch zwischen so einem Blau-Lila. Ja. Also, die Farben finde ich sehr, sehr schön, muss ich sagen. Der Planet ist Neptun und ihr Element ist Wasser, was ziemlich gut ist, denke ich mir. Die typischen Charaktermerkmale eines Fischs, also eigentlich somit ziemlich wichtige Menschen in meinem Leben. Also, was man über die Fische sagt, dass sie sehr charmant sind. Einfühlsam, empfindsam. Also, es ist ein, finde ich, sehr emotionales Sternzeichen. Mitunter einer der, finde ich, emotionalsten irgendwie. Feinfühlig und fröhlich, sagt man ihnen nach. Und auch das kann ich alles, was ich bis jetzt aufgezählt habe, definitiv so unterschreiben. Also, fröhlich. Ja, doch, ne? Recht fröhlich. Ja. Sie sind geheimnisvoll, geduldig und gesellig. Und auch das, finde ich, passt total gut. Vor allem dieses Gesellige. Aber nicht so dieses so Partygängermäßig, sondern dass sie einfach, glaube ich, so gute Gesellschaft total schätzen. Das finde ich schon. Also so sehr so sozial, würde ich mal sagen. Es passt ja auch zu den anderen Eigenschaften, dass man da halt schon geselliger ist. Also warum sollte jemand, der so einfühlsam ist und so empfindsam, dann halt so antisocial sein, ne? Also es passt halt auf jeden Fall auch zu denen, die ich kenne. Ja, dann sagt man auch, dass sie geheimnisvoll sind. Und zu geheimnisvoll kommen wir auf jeden Fall noch zu dem Part Liebe. My favorite part. Die gute alte Liebe, ne?
Die Fische sind geduldig, großzügig und auch hilfsbereit. Ich finde, das passt auf jeden Fall. Also vor allem das Geduldige, muss ich wirklich sagen, ist eine heftige Stärke von den Fischen. Also ich kenne, glaube ich, keinen geduldigeren Menschen als meine Mutter. Und manchmal ist sie mir sogar zu geduldig. Und ich glaube, ihre geduldige Art hat auch einfach zu vielen Einschränkungen in ihrem Leben geführt. So. Ich meine, wer mein Buch kennt, ihr findet das übrigens auch in der Infobox, auch als Hörbuch mittlerweile. Ja, dann glaube ich, dass zu viel Geduld nicht immer so gut ist. Und ja, meine Freundin ist auch sehr geduldig. Also sie kann extrem viel einstecken. Also wenn ich zum Beispiel auch daran denke, wir haben ja beide zusammen bei Hermes gearbeitet in Bielefeld, als es die Boutique noch gab. Und wir hatten wirklich eine furchtbare Chefin. Also die war wirklich der grottigste Chefmensch, den man sich hätte vorstellen können. Aber man hat auch viel gelernt irgendwie. Und irgendwann hatte ich halt auch die Schnauze voll. Also fernab davon, dass ich die Schnauze voll hatte, hatte ich ja parallel ja auch schon YouTube gemacht. Und dachte mir so, boah, ganz ehrlich, gar keinen Bock mehr. Sie waren Tyrannen, extrem lost. Und meine Freundin, sie schreibt mir gerade, wenn man über einen Teufel spricht. Seren, ich rede gerade über dich. Guck mal. Zeig mich bloß nicht. Also du machst das Sternzeichen-Video. Dann spreche ich halt mal gerade weiter über den Teufel, ne? Passt schon mal. So typisch Fische. Love it. Tschüss. Ciao, Kakao. Also sie hat diese Chefin, zu der wir beide heute noch Kontakt haben, lustigerweise, so menschlich eigentlich ganz cool so, so anstrengend sie auch ist, ist heute auch eine wirklich ältere Dame. Meine Freundin ist auch 30 geworden und unsere Ex-Chefin war auch dabei. Also Kontakt ist auf jeden Fall noch da. Geduldig, ja, bei dem Thema waren wir. Huh, Leute. Übrigens verlinke ich euch selbstverständlich alle Produkte detailliert in der Infobox, wenn es die Produkte noch gibt. Ich glaube ja, aber ein Produkt gibt es nicht mehr und da bin ich so richtig nostalgisch geworden. Das ist nämlich die Pastel Goth Palette von damals noch Kat Von D. Wann war das? 2016 oder so? Das waren Zeiten, da war die Beauty-Szene einfach so Bombe. Ach ja, ist ja heute halt leider nicht mehr so. Hinzu kommt bei den Fischen, bei den guten alten Fischen, dass sie großzügig sind. Das kann ich wirklich von alle Fische, die ich kenne, sind wirklich großzügige Menschen. Hilfsbereit und hingabefähig. Das ist auch ein Punkt, muss ich sagen, mit der Geduld zusammen, die mir bei den Fischen fast schon wieder zu viel ist. Wenn ich an meine Mutter denke und an meine beste Freundin, die sind wirklich manchmal zu hingabefähig. Also die verlieren sich in dieser Hingabe für andere Menschen, auch in der Familie, dass sie sich selber so vergessen irgendwie. Und das finde ich manchmal so schade, wenn man da selber so ein bisschen verloren geht. Also sie sind halt so gütig, wisst ihr, wie ich meine? Die sind so gefühlt Engel auf Erden, muss man ja wirklich sagen. Und die meisten Schwächen, die sie haben, sind darauf aufgebaut. Also auf diese positiven Eigenschaften sozusagen. Also die strugglen dann selber voll darunter. Sie sind inspirierend und intuitiv. Auch das kann ich total unterschreiben. Ich finde meine Freundin aufgrund der davor genannten Eigenschaften schon sehr inspirierend, weil ich das dann oft mit mir vergleiche und denke mir so, boah, das könnte ich halt nicht so, weißt du, wie ich meine? Ich bin da halt in vielen Dingen einfach auch gnadenloser, sage ich mal. Also so kälter und ja, so wie so ein Skorpion dann halt auch ist, wenn wir schon bei den Sternzeichen sind. Sie sind sentimental und sensibel und das passt so heftig. So auch hier wieder meine Freundin und meine Mutter sind so heftig sensible Menschen, also neben meiner Mutter manchmal, wenn da so Themen aufkommen, zum Beispiel Family, dann helfen die da wieder jemanden, aber denen wird irgendwie nie geholfen. Und dann bin ich so und sage, ja, warum macht ihr das jetzt so? Warum spielt ihr wieder Mutter Teresa? Auch meine Freundin. Und die so, ja, sei nicht so. Und da merke ich immer, wie eiskalt ich manchmal bin. Da kommt halt wieder dieses so, ne? Mir ist das manchmal echt too much bei denen und ja, die Leute nutzen die dann halt voll aus und ah, kannst du mal das machen? Oh, hast du mal das? Oder dies und da und ja, immer dann kommen, weil sie wissen, dass sie da immer alles bekommen, egal ob Hilfe materiell oder nicht materiell. Boah, da rege ich mich richtig wieder auf über die Fische, also über die, die ich kenne. Ihr müsst unbedingt schreiben, ob es bei euch auch so ist, also die Sachen, die ich jetzt halt auch aufgezählt habe. Ich muss sagen, die Liste der guten Eigenschaften der Fische ist extrem viel, während die Schwächen wirklich sehr gering sind. Also sie sind halt auch romantisch, mystisch, schillernd, also mystisch auf jeden Fall, würde ich sagen. Bei meiner Mutter vielleicht eher, weiß ich nicht, mystisch, ja vielleicht, aber bei Saturn safe, schillernd,
Vielleicht, ja. Und sehr verständnisvoll und verträumt. Also auch hier, das sind wieder, finde ich, zwei Sachen, die passen wie die Faust aufs Auge. Also eigentlich fast alles. Also dieses seelenvoll, selbstlos, sentimental, verständnisvoll, verträumt. Auch dieses verständnisvoll sein, alle versuchen zu verstehen und dieses krass Verträumte. Meine Mutter sowie auch Seren sind beide extrem verträumt. Kommen wir doch einmal zu den Schwächen, die gar nicht so krass sind. Also sie sind auf jeden Fall ängstlich und beeinflusst. Auch das kann ich bei meinen total unterschreiben. Die beiden sind wirklich ängstlich. Also die haben vor so vielen Sachen Angst. Also gar nicht so Angst vor so, oh mein Gott, sondern so Angst vorm Leben, Angst vor dem, was passieren könnte. So eingeschränkt ängstlich, würde ich schon fast sagen. Ich meine, wir haben ja alle Angst. Angst vor so vielen Dingen. Alles kann einem in irgendeiner Art und Weise Angst machen. Aber ich finde, bei den Fischen ist es tatsächlich schon echt auch ausgeprägt. Diese Angst, finde ich. Und auch dieses beeinflussbar. Ich würde sagen, dass die Fische schon sehr beeinflussbar sind. So. Ich zum Beispiel kann meine Freundin und auch meine Mutter relativ schnell umstimmen. Halt auch zu beeinflussen. Und über die Skorpione sagt man ja, dass sie manipulativ sein können. Ne? Ja, also bei den Fischen, keine Ahnung, die sind schon krass beeinflussbar. Also ich habe das Gefühl, da könnte jemand kommen und sagen so, jupp, so und so ist es. Und die so, ah, ja, stimmt. Oh mein Gott, wie witzig. Ja, die sind dann auch noch chaotisch und disziplinlos. Auch das könnte ich unterschreiben. Don't hate me. Vor allem dieses disziplinlos. Also bei beiden. So, meine Freundin studiert gefühlt schon seit 400 Jahren. Sorry. Seit mehreren Jahrzehnten. Seitdem wir uns halt auch schon kennengelernt. Bei meiner Mutter ist es halt auch so mit anderen Dingen. Komplett lost, die Fische. Sie sind entscheidungsschwach und gehemmt und wow. 100 pro. Stört der Pinsel? Ein bisschen, ne? Naja, da müssen wir jetzt halt durch. Ja, also vor allem so dieses entscheidungsschwach und gehemmt. Total. Also. Ja, pick doch noch weiter drauf rum. Ja, wenn ich so Seren was frage. Ja. Ja, ich weiß noch nicht. Oder wir schicken uns auch gegenseitig Memes, weil früher, also als ich noch in Bielefeld gewohnt habe und seitdem ja auch YouTube mache, sie ist ja dann in eine andere Boutique gewechselt, als dann MS weg war. Und wir haben dann zusammen oft Mittagspause gemacht, also dass ich dann zu ihr in den Laden bin, haben wir Tee getrunken und in ihrer Mittagspause halt irgendwo in der Altstadt essen. Und dann ich so, sollen wir Burger essen? Ja. Oder sollen wir dahin? Ja, das können wir auch machen. Sollen wir sonst dahin? Weil wenn du keinen Bock hast, ne? Nee, ach, können wir auch machen. Und wir wirklich, mittlerweile ist es bei uns schon so ein Running Gag, weil, ja, also keine Ahnung, das war sehr super anstrengend. Ende vom Lied, ihr habt gar nichts gegessen. Ja. Und zum Schluss sind wir dann eine Tür nebenan gewesen, weil es dann so lange gedauert hat, dass ihre Pause halt nicht mehr gereicht hätte, um noch irgendwo hinzugehen. Und so ist meine Mutter halt auch, wirklich. Also komplett, wirklich Copy-Paste halt auch so, ne? Aber es macht es irgendwie dann auch so sympathisch irgendwie. Und ich bin oft so ein Typ, ich lasse auch gerne Leute in meinem Umfeld zum Beispiel entscheiden. Weil ich sage, ja, damit bin ich auch fein, damit halt auch. Aber wenn ich ganz sicher bin, dann sage ich schon, dass ich das so oder so will. Aber bin dann immer noch voll so kompromissbereit. Ja, labil und prinzipienlos, das würde ich jetzt bei beiden nicht sagen, muss ich sagen. Also meine Mutter hat voll die Prinzipien halt auch. Und meine Freundin aber auch. Also ich würde bei beiden sagen, dass sie schon ihre, so schwammig die manchmal auch wirken. Es ist jetzt mein oft gar nicht. Ich meine, wer ist prinzipienlos? So, come on. Irgendwo muss man doch auch für seine Charakterstärke ja auch gewisse Dinge haben. Also wenn man da völlig so in den Seilen des Lebens hängt, boah, Digga, so halt auch ganz ruhig. Dann sagt man den Fischen noch nach, dass sie überempfindlich sind. Ich würde von meiner Mutter sagen, dass sie überempfindlich ist. Total. Bei Seren, ich glaube, wir hatten noch keine Situation, wo sie, glaube ich, überempfindlich reagiert hat, würde ich mal sagen. Deswegen kann ich es bei ihr gerade nicht so sagen, aber ihr könnt mir auch gerne schreiben, empfindet ihr euch als überempfindlich, aber meine Mutter würde ich schon als überempfindlich. Jetzt nicht so negativ, so, du bist viel zu überempfindlich. Ich finde solche Aussagen generell ziemlich schwer, so Leute als schwach darzustellen, weil sie mit gewissen Situationen vielleicht nicht gleich umgehen können. Also da bin ich auf jeden Fall viel verständnisvoller und sehe das halt eigentlich so gar nicht so als Schwäche in dem Sinne, sondern ja, es gibt halt Menschen, die können nicht gleich
Ne, jeder ist ja auch unterschiedlich. Aber ich würde schon sagen, dass meine Mutter vielleicht im Schnitt ein bisschen empfindlich auf gewisse Dinge reagiert, als jetzt zum Beispiel jemand anderes aus der Familie oder so. Dann sagt man den Fischen nach, dass sie unfassbar sind und auch unzuverlässig. Und ich muss auch da sagen, dass sie wirklich so unfassbar sind. Also nicht so die Unfassbaren, sondern wirklich, ich weiß nicht, wie ich das so erklären soll. Also vielleicht macht es in eurem Kopf halt auch schon Sinn, aber dieses Wort macht, wenn ich an die denke, halt auch schon Sinn. Die sind ja wirklich so ja, unfassbar und auch wirklich unzuverlässig. Also meine Freundin sowie auch meine Mutter, würde ich sagen, sind ziemlich unzuverlässige Menschen. Also gut, meine Mutter ist jetzt mittlerweile auch in einem Alter und Gesundheitszustand, da hast du in dem Sinne keine Erwartungen. Aber wenn ich halt an früher denke und so, auch in gewissen anderen Lebensbereichen, ist es sehr unzuverlässig. Aber auch was heute so angeht, so Arzttermine und so, auch super unzuverlässig, geht halt gar nicht. Und meine Freundin auch, also da kann etwas stehen. Keine Ahnung, ne, das ist so safe, darauf hat man sich entschieden, das macht man. Und dann kann es sein, dass kurz vorher doch alles ganz anders ist und das dann doch nicht stattfindet. Also das auf jeden Fall. Und das Ding ist, dass ich Unzuverlässigkeit eigentlich so gar nicht mag. Also weder bei mir noch bei anderen. Also da ist meine Toleranzgrenze halt auch sehr gering. Und ja dann halt, dadurch, dass wir uns durch die Arbeit kennengelernt haben, hatten wir vielleicht sowieso einen ganz anderen Start. So, ne, da geht man ja mit gewissen Dingen trotzdem anders um. Man war Arbeitskollege sozusagen und dann sind wir halt Freunde geworden. Und da ist man halt auch vielleicht so vergebender, denke ich mal. Ich glaube, wenn ich heute so Leute kennenlernen würde, vor allem so in dem, im Business, würde ich mal sagen, diese Business-Freundschaften. Wenn da jemand zu unzuverlässig wäre, mich das irgendwann halt auch richtig nerven würde. Also ich würde dann nicht so auf diese Person zählen und diese Freundschaft oder diese Bekanntschaft würde nicht so intim werden, also so ernster werden, weil ich es nicht zulassen würde, weil irgendwann würde ich mich dann so zurückziehen, weil das sind schon so Sachen, die finde ich echt nervig, muss ich echt sagen. Aber was soll ich sagen, die eine ist meine Freundin und die andere meine Mutter halt auch, weißt du, wie ich meine? Kann die ja nicht vor die Tür setzen. Ja, die Fische sind nicht fassbar, also schwer zu fassen. Das passt ja dann zu diesem Unfassbaren. Also das ist auf jeden Fall so. Und die, die versucht haben, die Fische zu verstehen, frustrieren, selbst in der Partnerschaft mit Fischen, sagt man ihnen nach, dass der jeweilige andere Partner nicht schlau aus seinem Partner wurde. Leute, was da los? What's happening? Und diese Eigenschaft, also dass man die nicht so versteht und auch nicht so fassen kann, ist wohl eine Selbstschutzfunktion. Also die schützen sich wahrscheinlich einfach, dass sie so sensibel sind, dass sie es einfach für sich herausgefunden haben, wie sie sich halt am besten eben schützen können. Und eigentlich finde ich das so vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man eben so ein krass sensibler Mensch ist, also mal fernab von denen. Vom Sternzeichen. Es ist ja immer gut für sich, egal wie, einen Weg zu finden, um sich zu schützen. Also jeder hat ja in einer Form eine Schutzfunktion. Also ich schütze mich zum Beispiel, keine Ahnung, so und so, der andere kann nicht das machen. Dabei ist es eigentlich, um sich zu schützen. Es gibt ja tausend Möglichkeiten. Ja, und die Fische selber finden sich halt auch ja, sensibler, als ihnen eigentlich recht ist. Also ich, keine Ahnung, ob das stimmt, könnt ihr ja gerne sagen. Findet ihr, dass ihr zu sensibel seid? Leidet ihr darunter? Also ich weiß durch meinen Freund, wenn so durch Unterhaltungen, ja, aber auch ich wünsche mir das manchmal, dass ich eben in manchen Dingen nicht so emotional wäre oder nicht so sensibel oder viel, ja, kühler sein könnte. Also dahingehend kann ich mir schon vorstellen, dass Leute schon jeder für sich so ein bisschen wünscht. So, Mann, ey, ich wünschte, ich könnte da echt ein bisschen anders mit der Situation umgehen. Und Auseinandersetzungen mögen Fische auch nicht. Ja. Kann schon sein. Also, keine Ahnung, wenn ich mich zum Beispiel wegen irgendwas ärgere bei meiner Mutter oder so, ne, kommt ihr halt auch vor, dann will sie davon meistens nichts wissen und das ist ihr dann auch zu anstrengend und fühlt sich dann nicht verstanden und so. Könnt ihr mir auch gerne schreiben, empfindet ihr das auch so? Seid ihr nicht so? Ja, ich meine, ich bin jetzt auch kein Fan von Auseinandersetzungen. Also, ich wünschte auch von mir, dass ich ein bisschen mehr schon mich so Auseinandersetzungen stelle, aber bei mir ist halt das Ding, dass mir viele Auseinandersetzungen einfach auch nicht wert sind. So, wahrscheinlich könnte ich viele Beziehungen, so allgemein menschliche Beziehungen, die ich hätte wahrscheinlich auch retten können, wenn ich
Ja, vergessen wir es einfach. Auseinandersetzungen liegen den Fischen ja nicht, das hatten wir ja. Aber dadurch, dass sie so intuitiv sind, also die können das schon so wittern und wissen, okay, das ist jetzt nicht so geil und das schützt die auch. Also die, ja, dieses Intuitive ist bei denen halt ausgeprägt und können gewisse Situationen so auch schon vorher für sich eben einschätzen. Man sagt auch, dass sie so eine Eingebungs-, wie sagt man, Qualität haben. Kann man das so sagen? Also, dass sie schon, ja, dieses intuitive Eingebung, dass sie da voll fit sind. Und das könnte ich schon sagen. Also, ich weiß nicht, meine Mutter, die hat schon krasse Skills, so vor allem was so Menschen angeht, so ihre Emotionen und wie sie Situation einschätzt. Die so richtig mutterhaft halt so, ne? So manchmal, dann gehe ich zu ihr hin und dann hat sie schon voll so ein gutes Feeling. Aber Seren auch. Also, wenn wir uns so auskotzen und so, sie hat schon echt so ein, ja, als hätten die nochmal so einen anderen Sinn. Für so ein anderes Gespür für bestimmte Themen. Das finde ich total. Also fast schon wie so ein Hellseher-Shit, wobei ich ansonsten dafür wirklich nicht glaube. Also auch das ist hier eher so Fun und so, ne? Also sollte man nicht zu ernst nehmen. Ich hatte letztens einen Kommentar, ich weiß nicht mehr unter welchem Sternzeichen das war. War auch super aggro. Er, wer hier an diesen Scheiß hier glaubt, hat sowieso sein Leben verschissen oder irgendwie so. Ich mir auch dachte so. Digga, lass die Leute doch machen, so tut dir ja nichts. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß nicht, warum manche Leute so aggro auf gewisse Dinge reagieren, die der Menschheit eigentlich nichts tun, oder? Glaub halt nicht dran, glaub halt dran. Ist yeah. Doch scheißegal. Tut dir, also, oder? Ich zum Beispiel, also ich kenne Leute, die wirklich richtig so auf Tarotkarten und hier so, ne, Sternzeichen, Sonne, Mond und Sterne halt voll Gas geben. Aber das tut mir ja nichts, weißt du, ich meine, dann lache ich und denke, ja, und dann unterhält man sich. Ich finde das hier auch so locker und macht auch Spaß und so. Aber jeder, wie er will. Hallo, nicht? Habe ich nicht pornoziöse Augenbrauen? Nicht nur das. Danke. Die Fische sind bescheiden. Oh yes, die sind sehr, sehr bescheiden. Also meine Mutter ist wirklich einer der bescheidensten Menschen ever. Und meine Freundin Seren auch. Also die sind so bescheiden, das ist total irre. Das finde ich richtig schön. Also ich komme sowieso aus einer sehr bescheidenen Familie, muss man auch einfach sagen. Aber auch Seren, sehr bescheiden. Ne? Die ist ja wirklich so, ja, also das finde ich schon richtig, richtig schön und auch stark ausgeprägt. Also bei den Fischen, die ich jetzt persönlich kenne. Ja, ein großes Herz für andere und für hilfsbedürftige Menschen und auch das ist super groß ausgeprägt. Also ja, sehr, sehr, sehr stark ausgeprägt, muss ich wirklich sagen, bei beiden. Auch hier wieder, vor allem meine Mutter. Puh, bei Hilfsbedürftigen, ciao. Ciao, 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 ciao. Mutter Teresa number two. Ja, und dann kommen wir ja wieder eben zu dieser Gutmütigkeit. Das hatte ich ja am Anfang ja auch schon gesagt, dass das denen leider halt auch so ein bisschen zum Verhängnis wird. Das hatte ich ja, wie gesagt, vorhin schon gesagt. Die Gutmütigkeit wird bei den Fischen extrem ausgenutzt und auch das kann ich total unterschreiben. Also wie gesagt, das ist auch so ein Punkt, da ärgere ich mich über beide extrem, weil die für alles so, oh, der Stift ist abgebrochen, geil. Ja, halt dieses Ausnutzen, so, ah, könntest du mal hier, ach, hast du noch, könntest du und würdest du und ah, ich habe hier noch kurz was und ja, weißt du, uns geht's halt gerade gar nicht gut und oh, könntet ihr so, ne? Ganz schlimm, ganz schlimm. Aber da haben meine beiden Elternteile totale Helfersyndrom. Also schon so überdurchschnittlich. Da ärgere ich mich halt voll drüber, weil das hatten wir ja wie gesagt am Anfang. Aber genau das führt eben bei den Fischen dazu, dass sie ausgenutzt werden. Und das ist scheiße. Also Menschen allgemein ausnutzen finde ich so grottig. Och. Leute, aber das ist vor allem halt auch in diesem Business weit verbreitet. Wenn deine Zahlen gut sind, Beispiel, boah, dann klebt jeder an deinem Arsch. Und dann wird den Kleinen auch so keine Chance gegeben. Aber wenn du dann den Hype hast, auf einmal alle da und oh, voll gut, oh mein Gott, ich finde dich so geil. Ist voll witzig und so, voll der Dude. Ja, habe ich schon am eigenen Leibe erlebt. So als mein Drogerie-Reihe so durch die Decke ging. So 8 Millionen Views im Monat. Ja, Leute, müsste ich eigentlich mal die ganzen WhatsApps exposen. Wie alle auf einmal voll so Best Friends und ey, ich finde dich so knocke. Und dann, wo seid ihr halt auch alle, ne? Hallo, hallo, hallo. Aber darf man dann wahrscheinlich gar nicht persönlich nehmen. So jeder so auf dem Nacken des anderen halt so ein bisschen, ne? Und wer einer sagt es nicht so, wer? So kriegt jetzt jemand Eier flattern. Ja, manche werden mit so einem
unangenehmen Gefühl wahrscheinlich, wenn sie überhaupt das Video gucken. Oder sie tummeln sich bei denen, wo es gerade gut läuft. Was soll ich meinen? Erstmal hast du ein Video angekündigt, deswegen Bertelsmann Kinderabend. Ja. Oh, da gingen einigen richtig die Buchse. Ja, weil ich hatte, wir haben das angeteasert und da war ja noch nicht, dass es eben gegen die Kinderarmut ist, sondern, keine Ahnung, jetzt wird's ernst oder jetzt, ich habe euch was zu sagen, jetzt sage ich endlich... Schwarz-Weiß-Bild. Ja, irgendwie so, oh, da ging WhatsApp, Leute, hat hier alles okay, hab deine Ankündigung fürs Video gesehen, ja, da wussten einige schon. Viele profitieren davon, dass ich halt auch immer die Fresse halte, weil sie es mir halt auch nicht wert sind. Auch so, ne? Letztens hatte ich auch wieder eine Diskussion von meinen blonden Empowerment-Ladies da draußen, ja, die einen so aufmachen. Habe ich mal die Konversation so durchgelesen. Alles voll nett, voll nett, voll nett. Aber auf Social Media, Digga, so. Ich auch richtig bleib. Richtig bleib. Aber okay, es schweift jetzt zu sehr aus. Back to the roots. Die allergrößte Schwäche der Fische ist ihre Gutmütigkeit. Also auch da, alles dreht sich, so ein Zirkel, finde ich. Alles kommt irgendwie zurück. Das, was gut ist, wird ihnen aber wieder zum Verhängnis. Das hatte ich ja ganz am Anfang halt auch gesagt. Aber gutmütig, schade, dass es ja, bei Menschen so ausgenutzt wird. Aber ich merke das auch. Also zum Beispiel, Sebastian ist ja auch so ein Typ. Der hilft halt auch so vielen immer. Vor allem auch so bei technischen Fragen. Die Leute kommen dann gefühlt nur noch deswegen. So, das finde ich immer so schade. Schade, das ist dann so, ah, Sebastian, könntest du noch? Ah, Sebastian, hier noch? Oh, ich hätte da, weißt du, hast du, kannst du? Immer so und ja, das finde ich immer nicht so geil. Und ich finde es auch interessant, die Leute, die das dann nicht zulassen, dass die Leute da auch nicht hinkommen. Aber die Menschen, die dann diese Charaktereigenschaft haben, die Leute dann da hingehen, weil sie wissen, dass sie es da halt bekommen. Ist doch total verrückt, oder? Deswegen ist es auch so wichtig, egal bei wem, auch Grenzen aufzuzeigen und nicht alles immer zu machen. Muss man für sich immer natürlich so auch abwägen. Was macht jetzt wirklich Sinn? Was geht zu weit? Und so finde ich schon echt wichtig. Ich hatte noch eine Seite, da stand zum Beispiel, das habe ich mir unterstrichen, sie möchten alles, nur nicht die Konsequenzen für ihre Gefühle oder ihr Handeln tragen. Findet ihr das so? Das ist jetzt zum Beispiel etwas, da muss man ehrlich für sich das beantworten. Ich kann das jetzt nicht so einschätzen. Ich glaube, das sind oft so Sachen, die rumoren in einem selber. Das sind vielleicht so Dinge, die man sich selber vielleicht gar nicht so sagen kann. So, oh, das ist halt persönlich meine Schwäche, sowas sag ich mal. Das müsstet ihr Fische mal da draußen mal für mich beantworten oder allgemein für alle hier. Aber wenn die doch vom Typen her schon ängstlich sind, passt das doch eigentlich auch. Ja? Wenn man Angst vor Veränderungen und keine Ahnung was hat. Oder? Ja, das kann gut sein. Ja. Schreibt mal, es wird ein interessantes Thema. Bei der Liebe sagt man, dass sie auf jeden Fall, das sind sehr erotische Sternzeichen sind. I don't know and I don't care, to be honest. Aber trotzdem sind sie gerne Einzelgänger und auch das stimmt total. Und zwar bei beiden. Also ich finde, meine Mutter ist schon krasse Einzelgänger und meine Freundin auch. Auch wenn sie gesellig sind, was ihr am Anfang auch gefallen ist, sind die trotzdem gern allein, kennen viele Leute, aber kommen dann immer zurück zu ihrem, ja, dass sie alleine halt auch eigentlich ganz gut zurechtkommen. Was tatsächlich auch vorhin gefallen ist, ist, dass die Fische für ihre Partner bis zum Schluss total rätselhaft bleiben. Das kann ich natürlich nicht sagen, aber es können die Fische mir immer gerne beantworten, die in Beziehungen sind. Ich glaube, wenn ich meinen Vater fragen würde, der würde das nicht verstehen, würde auch denken, so, oh Digga, auch so Sternzeichen und so. Die würden gleich sagen, beschäftige ich mich mit so einem Ding. Das könnte ich unterschreiben, dass die das sofort sagen würden. Also alles, was so in so Hokuspokus geht, das ist für meine Eltern absolut das No-Go. Genauso wie Glücksspiele und allgemein schwierig. Künstlerische Tätigkeiten finden die Fische Bombe. Also das liegt ihnen auch am allermeisten. Puh, gute Frage. Ich weiß es gar nicht. Also bei meiner Freundin, sie studiert jetzt auch keinen künstlerischen Beruf. Ja, aber sie ist schon recht künstlerisch, ne? Würde ich sagen, doch. Also auch wie sie sich anzieht. Sie hatte bei Hermes, genauso wie sie heute in der heutigen Boutique, auch so die Schaufenster macht. Doch, also da geht's schon ins Kreative. Meine Mutter vielleicht früher, so wenn sie
gehäkelt hat oder gestrickt hat, dass das schon künstlerisch war, aber sie hatte nie die Möglichkeit, künstlerisch zu sein. Einfach auch so im Background, so wie ihr Leben verlaufen ist und so. Vielleicht wäre ihr Leben anders verlaufen, dann wäre sie vielleicht auch künstlerisch. Das kann ich leider gar nicht so einschätzen. Voll traurig eigentlich. Der große Erfolg ist dem Fisch gar nicht so wichtig. Vielmehr, dass sie ihre Vorstellungen umsetzen können. Was auch sehr schön ist, muss ich sagen. Aber das passt ja dann wieder eben zu ihrer krassen Bescheidenheit. Das, meine Lieben, war der Fische Sternzeichen. Lasst mich gerne wissen, was zu euch passt, was überhaupt nicht. Wo ihr denkt so, hä, was? Interessiert mich total gerne. Ich lese mir die Kommentare so gerne durch. Ihr findet hier 2 weitere Videos. Hier könnt ihr mich super gerne abonnieren und supporten. Vielen Dank dafür. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Reinschalten. Sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch.